Bodenständig, das 2-Minuten-Coaching mit Markus Fischer. Ja, schönen guten Morgen, wieder mal live aus dem Reutlinger Wald. Was das Thema heute, eines meiner zentralen Themen, ist es die Frage, wie können wir das Leben kontrollieren und in den Griff bekommen? Und meine Überzeugung ist, nein, Sie können das Leben nicht kontrollieren, nicht in den Griff bekommen. Und es gibt auch keinerlei Methoden und Tools, um da voranzukommen. So, wie komme ich darauf? Gut, die Ereignisse der letzten Tagen und Wochen, denke ich, haben uns alle vor Augen geführt, dass es letztendlich keinerlei Sicherheiten in diesem Leben gibt. Und natürlich versuchen wir alle in unserem privaten Umfeld, in unserem kleinen Leben hier, ein Stück weit eine Insel-Oase der Sicherheit zu schaffen. Das mache ich genauso, das ist doch auch okay. Aber wir müssen uns bewusst bleiben, dass es letztendlich dafür keine mögliche Methodik gibt, kein Vorangehen, wie man da immer sicherer wird, um alles kontrollieren zu können. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, gerade auch in Unternehmenstrainings, eine Beratung. Der Hauptgrund, warum Unternehmer immer wieder Trainings einkaufen, Tools einkaufen, Methoden, ist der Versuch, ihre Mitarbeiter zu kontrollieren, ihr Unternehmen in den Griff zu kriegen, ein bisschen mehr Sicherheit zu schaffen. Und das gilt natürlich für die andere Seite, die Trainer, Berater und Coaches genauso, die immer wieder neue Tools lernen wollen, weil sie hoffen, dass dann endlich alles gut funktioniert. Das ist natürlich eine komplette Illusion, funktioniert überhaupt nicht. Sie können das Leben nicht kontrollieren. Sie können das Leben beeinflussen und hier vor allem natürlich Ihre direkten Beziehungen, sei es im Unternehmenskontext, Ihre Mitarbeiter, Kollegen, da haben Sie sogar großen Einfluss drauf. Die Hauptrolle darin spielen natürlich Sie selber. Also, wenn Sie schon etwas in Anführungszeichen kontrollieren, ich würde eher sagen beeinflussen wollen, dann ist es Ihre eigene Persönlichkeit. Die hat wesentlichen Einfluss darauf, wie es in Beziehungen in ihrem Umfeld geht. Und für die Persönlichkeitsentwicklung ist die, sag ich mal, die Betrachtung des Themas Unsicherheit ein sehr gutes Thema. Denn es wirft uns sehr darauf zurück, was uns wirklich ausmacht im Leben und wo wir eigentlich hinwollen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Bis morgen.